Hallihallo, heute wie versprochen gucken wir mal kurz auf Ubuntu GNOME 14.04 in der Beta. Im Moment bin ich hier noch auf meinem Linux Mint Rechner. Ich benutze mal VNC, um mich mit dem Ubuntu GNOME Rechner zu verbinden. Dann finde ich mittlerweile prickelnder, als eine virtuelle Maschine zu nehmen. Wir sehen also hier den entfernten Bildschirm, der gar nicht so weit weg ist von meinem Tuxedo Micro. Hat den Vorteil, ich kann hier schön aufzeichnen und der funktioniert dann so wie im richtigen Leben. Besser als eine virtuelle Maschine, finde ich. Außerdem ist der Tuxedo nicht ganz so wahnsinnig schnell beim Aufzeichnen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, was haben wir denn hier? Wir haben hier Ubuntu GNOME 14.04. Hier sehen wir schon kleine Änderungen. Sieht alles so ein bisschen neu aus. Also hier hätten wir Sperren, Rechner ausschalten, neu. Hier ist dann quasi System. Einstellungen, das kommt uns bekannt vor. Alles wie gehabt. Was mir dann aufgefallen ist, als Besonderheit ist folgendes. Ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt. Sucht mal nach dem Gnome-Tweak-Tool. Ja, das Spielkind Gnome-Tweak. Tweak-Tool. Gnome-Tweak-Tool. Das Optimierungswerkzeug sieht mittlerweile ganz anders aus. Und zwar sowas von anders. Gut, zum Vergleich. Das sieht nämlich hier zum Beispiel unter Linux Mint, sieht es nämlich noch so aus. Also da sind neue Optionen dazugekommen, wie ihr hier seht. Zum Beispiel die Startprogramme sind da gelandet. Und es gibt die Erweiterung, zeige ich gleich. Also so sieht es unter Linux Mint aus, auf meinem Mint-Rechner. So sieht es mittlerweile da aus, ne? Hier hat man zum Beispiel Einstellungen der Arbeitsfläche. Die Anzahl der Arbeitsflächen kann man hier einstellen, entweder dynamisch, dass die automatisch wachsen, oder man kann statisch zum Beispiel für den Cube das selber einstellen. Anzahl der Arbeitsflächen. Arbeitsoberfläche, Symbole auf der Arbeitsoberfläche. POS 1 ist unser Home-Verzeichnis, kann man da darstellen. Und schon ist das Home-Verzeichnis auf der Arbeitsfläche. Gut. Server, Papierkorb darstellen, eingebundene Datenträger, falls vorhanden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen USB-Stick einhängen will, sehe man den auf der Arbeitsfläche. Kann ich jetzt plötzlich alles hier so schön machen? Finde ich gut. Eingabe ist jetzt eigentlich noch nichts Berühmtes anders. Sehe ich jetzt hier noch nichts Großartiges anderes. Energie. Was macht man, wenn der Laptop-Deckel geschlossen ist, falls es ein Laptop wäre? Erscheinungsbild. Globales dunkles Thema machen wir mal an. Ja, sehen wir dann gleich, wenn wir mal was Neues starten. Zum Beispiel gehen wir mal aufs Terminal. Schauen wir mal, ob er es direkt macht. Ja, das sieht man hier zum Beispiel. Können wir auch direkt mal Uname-A machen. Wir haben also ein Kernel 3.13.018 Generic. 64-Bit-System habe ich auf meinem kleinen Tuxedo installiert. LSB Release. Minus A. Das ist ein Ubuntu Trusty Tar in der Entwicklerversion. Wir sind noch im Beta-Stadium, Beta 1 zum Zeitpunkt dieses Videos. Aber wir sehen, dunkles Thema passt. Gut, das Fenster hier war schon auf, also bleibt so wie es ist. Themen können wir wie gehabt uns aussuchen. Keine große Auswahl hier unter Gnome. Erweiterungen. Jetzt wird's interessant. Das hat mir so richtig Spaß gemacht. Erweiterungen. Das kannte ich jetzt so noch nicht. Könnte mich ja korrigieren, falls das doch schon länger dauert. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt diese sogenannten Shell-Erweiterungen. Mehr Erweiterungen erhalten. Wenn ich da draufklicke, geht's zu Extensions Gnome.org und auch das ist in der Beta-Phase. Gut. Wenn dann gleich der Firefox mal kommen sollte, dann sehen wir das da auch. Das dauert jetzt ein bisschen länger. So, schauen wir mal. Da sehen wir nämlich, da kommen wir auf Extensions Gnome.org und das ist in der Beta-Phase. Da sieht man verschiedenste zusätzliche kleine Dinge, die man hinzufügen kann. Zum Beispiel ein Systemmonitor, den sehen wir gleich mal. Der ist aber, glaube ich, standardmäßig dabei. Da gibt es schon 15 Seiten kleine zusätzliche Extensions, finde ich nett. Zum Beispiel, habe ich auch gesehen, auch was zum Video aufzeichnen hätte ich vielleicht mal nutzen können oder sollen, dass man zusätzlich drin hat. Ja, also es gibt also jede Menge neue Extensions.
Erweiterungen für GNOME und die kann man dann mit dem Gnome-Tweak-Tool hinzufügen. Ich suche gerade, wo war das jetzt mit der Videogeschichte Screencast oder so ähnlich hieß das. Das gibt's nämlich auch. Kommt dazu. Ihr glaubt's auch so? Gut. Schauen wir vielleicht später nochmal. Gut. Also, was kann man mit dem Krempel hier machen? Normalerweise hat man ja hier unter Ubuntu GNOME dieses mit den Aktivitäten, ne? Gut, man kann in den GNOME Classic Modus gehen, aber man kann das auch anders machen. Und zwar habe ich gesehen, im Moment haben wir ja, ich mache das hier mal weg, das ist nämlich das Panel von Linux Mint. Wir sehen hier unten im Ubuntu GNOME 14.04 kein Panel. Und da gibt's, wenn man das hier Window List einschaltet, sieht man ja auf einmal die guten alten Sachen wie von früher, ne? Das ist doch nett. Da kann man was minimieren, maximieren. Gut, hätte man jetzt zum Beispiel auch noch mit den Einstellungen, so habe ich es mal gemacht, die Bildschirmtastatur angeschaltet, Zugangshilfen und die Texteingabe, die Bildschirmtastatur an, dann sieht man das gegebenenfalls hier unten noch, ne? Da hat man hier noch so eine Zusatzleiste und da könnte man zum Beispiel die Bildschirmtastatur da mal hochbringen. So, warum ist das wichtig? Es gibt nämlich auch einen Systemmonitor, den sieht man eigentlich gar nicht erst einmal. Nämlich nur, wenn man dann damals so drauf geht, auf diese Dinge, dann sieht man hier unten den Systemmonitor, ne? CPU und Speicher. Gut, ne? Finde ich doch nett, dass man sowas mit eingebracht hat. Primär. Gut, machen wir den mal zu. Als nächstes, was hätten wir denn noch? Gehen wir größer hin. Jetzt stört mich jetzt zum Beispiel, dass da jetzt keine Schließen-Buttons sind oder minimieren und so weiter. Man kann hier zum Beispiel den Workspace-Navigator einschalten. Dann sehe ich hier die Arbeitsflächen. Arbeitsfläche 1, 2, 3, 4. Wir haben ja 4 statische eingestellt. Sieht man dann gegebenenfalls auch da unten. Nett. Removable Drive Menü. Gut, wenn ich jetzt Wechseldatenträger hätte, hätte ich noch hier oben eine zusätzliche Wechseldatenträger-Auswahl. Places Status Indikator. Jetzt habe ich hier oben Orte plötzlich, ne? Orte. Nett. So. Und was natürlich auch sehr schön ist, ein Applikationsmenü oben drin. Ne? Wir haben jetzt hier die Anwendungen. Sehr schön. Genauso wie wir das eigentlich vielleicht wollten. Ne? Gut, jetzt kann ich hier unten schön draufklicken, minimieren, dass man das besser sieht. Anwendungen habe ich jetzt hier. Ne? Ich kann natürlich immer noch auf die Aktivitäten gehen. Da unten. Ja, wenn ich das so will. Ne? Können wir Escape wieder rausgehen. Oder ich benutze das klassische GNOME Anwendungsmenü. Ne? Hilfsprogramme, bla bla bla. Gut. Kann man hier sehen. Sehr schön. System-Settings und so weiter. Finde ich gut. GNOME Tweak Tool. Jetzt kann ich da mal eben draufklicken. Irgendwie hatte ich das doch auch noch hingekriegt, dass die auch noch ein Minimieren Dingenskirchen zeigen. Warte, wo waren das jetzt wieder? Fenster. Angehängte Fenster. Doppelklick. Da. Knöpfe der Titelleiste. Maximieren und minimieren. Dann kann man hier ausschalten und anschalten. Wenn es denn ein Fenster ist, das sowas überhaupt bereitstellt. Gucken wir mal. Favoriten, gehen wir mal aufs Terminal. Na, dann sehen wir hier beim Terminal, das hat hier die Knöpfe fürs Minimieren, Maximieren und Schließen. Wäre das nicht eingeschaltet, Maximieren, Dingskirchens, hat das Terminal diese Knöpfe nämlich nicht. Manche Fenster sind mehr oder weniger statisch, da geht das vom Prinzip her nicht. Aber da geht's. Ne? Gut. Finde ich richtig klasse. Also man hat jetzt mehr Möglichkeiten in dieser Version. Obere Leiste. Datum anzeigen. Ne? Datum anzeigen. Kann man einschalten, ausschalten, Sekunden anzeigen. Ja oder nein. Sieht man hier oben. Ne? Da oben drin. Gut, ich mag die Sekunden sehen, ich mag das Datum sehen.
Die Wochennummer kann man auch noch anzeigen lassen im Kalender, wenn man möchte. KW so und so. Welche Kalenderwoche man hätte. Nett. Schriften, wie gewohnt, ne? Ich habe hier mal einen Skalierungsfaktor von 1,3 genommen. Das ist einfacher, als alle Schriften zu ändern, damit man es besser erkennt. Und hier findet man mittlerweile Startprogramme. Ne? War vorher auch nicht so. Ne? Gehen wir nochmal auf unser Linux Mint. Vielleicht nochmal, ne? Startprogramme, Fehlanzeige, ne? Gab's da nicht. Ne? Hat man ein extra Programm, ne? Kann man jetzt direkt da, gehe ich mal Linux Mint wieder mal weg, damit es nicht irritiert. Plus, kann ich ein Startprogramm hinzufügen mit diesem Plus-Symbolchen. Nett. Tastatur und Maus und so weiter. Am schönsten finde ich, wie gesagt, die Geschichte mit den Erweiterungen. Und man kann sich übrigens auch aussuchen, ob man lieber beim Klick auf ein bereits laufendes Programm eine weitere Instanz haben will oder ob das Programm einfach nur in den Vordergrund kommt. Ne? Auch nett gemacht. Also das ist für mich das Highlight jetzt dieser Version. Gut, GNOME Shell Extensions. Schaut mal nach, was ihr da alles noch so auftreibt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Mache vielleicht meinen nächsten Screencast damit. Und tschüss.